So, wir sind wir wieder bei Viva Piñata. Beim letzten Mal wurde hier ein absolutes Hassverbrechen begangen. Ein armer kleiner Froschi wurde hier getötet. Er wurde hier vergiftet. Und apropos Froschi, wir brauchen anscheinend gerade einen Froschi. Deshalb gut, dass der noch da ist. Packen wir den einmal ein. Zack. Mach's gut. Ja, jetzt sollten wir wieder ein paar Bonbons bekommen. Genau. Wir hatten vor kurzem ein Level Up. Oh, es regnet. Es regnet Bonbons. Nette Sache. Ja, die Pilze lassen wir mal Pilze sein. Es war irgendwie falsch, dass der Pilze gefressen hat. Hatten wir eigentlich schon hier was gesehen bei den Hotheads? Mir war so, als hätten wir die noch nicht getechtelmechtel. So, ich habe die Behausung für Frösche weggemacht. Haben wir Baselgams schon gesehen? Theoretisch gesehen sollten wir mal versuchen, Baselgams zu züchten. Was sind denn die Requirements für Baselgams? Nee, das ist ein Red Hot. Informationen bitte. Hat drei Chilis gegessen, haben wir auf jeden Fall schon gemacht. Ich erinnere mich. Ich bin eine Biene. Hat zwei Stücken Obst gegessen und eine Bienenbehausung. So. Obst sollten wir hinkriegen. Zählt Kastanie als Obst. Ansonsten sollte hier mehr als genug Obst runterfallen. Dann würden sie sagen, haben wir Willy Böll einen Besucher. Und bauen uns ein Bienchenhaus für unsere Bienen. Morgen. Interesse an Handwerkern zu einem sehr vernünftigen Preis. Teuer ist es auch nicht, von daher einfach hier schön an den Rand stellen. Los geht's. Zack. Kann man machen, haben wir die Sherbats schon gezüchtet? Hat eine Tulpe gegessen. Paarungsbedingungen. Ich glaube, doch, doch, die haben wir schon gezüchtet. Ich wäre halt gut, wenn man das einsehen könnte. Weil ich meine, man kann auch den Paarungstanz nochmal angucken. Oder haben wir das nie gemacht? Versuchen wir es mal mit denen abzugleichen, die wir auf jeden Fall gepaart haben. Die Syrupans eventuell. Hat einen Lickertoad gegessen. Du wirst einen Scheiß machen. Dann wiederum, wir haben genug. You know what? Bedien dich. Iss diesen Lickertoad. Ich werde auch nicht hinschauen. So, die Lickertoads haben wir auf jeden Fall gezüchtet, deshalb ja, anscheinend kann man es einfach nicht nochmal angucken. Schade, da ist die DS-Version ein bisschen fortschrittlicher. Was mit Kinderis? Hat ein gelben Flutterscotch gegessen, haben wir noch nicht, okay. Don't know, man. Oh. Was ist mit dem Chat los? Wir so ein Schaufeln. Einmal bitte ein bisschen antippen. Nee, keine Früchte. Schade. Würde ja sagen, wir brauchen an sich keinen Lickitoad mehr, deshalb Step on me. Riss den anderen, der nicht Seraphina ist. Und währenddessen. Was war das für ein Geräusch? Machen wir nochmal eben schnell Chili zusammen, damit Neko beschäftigt ist. Und dann bauen wir ein Schlangenei. Also ein Haus. Um zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Dein Problem ist, dass du. Bibi, 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 Bibi. Ich verstehe immer noch nicht, was sein Deal ist. Wenn er nicht dazu in der Lage ist, irgendwas zu verjagen, was ist dann seine Aufgabe?
Muss ich eigentlich mal im Wiki schauen. Eigentlich müssen wir jeden Dünger mal benutzen. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Erinnert ihr euch übrigens an die CDs, die ich gekauft habe? Die waren echt gut. Vor allem die Vocaloid-CD, die war richtig lang. Also, holy moly. Nico, könntest du bitte die anderen Stellen jetzt gießen? Nein, hier geblieben! Was zum Fick? Was ist ihr Problem? Die soll arbeiten. So, jetzt werden die auf jeden Fall nicht sterben. Oh, lag. Was gibt's? Ist das eine Tulpe? Nee, da ist ein Tulpensamen. Wir können ja mal die Tulpe düngern. Dafür gibt es ja auch Punkte, deshalb lass sie mal kaufen. Lass mal lila Dünger kaufen. Ich weiß ja nicht, ob ich es schon gemacht habe. Ich mach's einfach mal. Nein, so war das nicht gemeint. Lila klingt nach einer guten Farbe, ansonsten blau. Ist das der richtige? Ist der richtige Sound? Dann schön zurück. Du willst schon wieder. Ding, ding. So, Willy Burger ist fertig. Die Dinger sind am Austrocknen. Alles muss man hier selber machen. Nehme ich den Emblem Editor. Ich würde gerne. Kann man aufschlagen. Bam! Dein Garten ist zu voll. Ja, mache ich. Schon gut. Können wir ein Sandwich verkaufen. Zack. Ach, das ist gar kein Sandwich. Das ist ein Butterbrot. Entschuldige. Meine Schuld. So, was hat die Biene? Die muss ein Stück Obst essen. Zwei Stücken Obst. Kannst ja mal... was geht denn hier ab? Sterben die? Kampf zwischen Rowdies und Mothdrops? Wo? Entschuldige bitte. Sie da, ihre Aufmerksamkeit bitte. Mothdrop. Alter, der Mothdrop verteidigt uns. Er hat sich geschafft. Ah. Kann ich ihnen Geld anbieten, damit sie sich verpissen? Irgendwie fehlt die Option gerade. Okay, dann geht nur Gewalt. Oh, das war nicht der Richtige. Warum kann ich ihn nicht schlagen? Dann wiederum? Scheint aggressiv zu sein. Gegen wen kämpft er? Blume antippen, Blume zeigen. Ich würde gerne ihn zerhacken, aber irgendwie. Backt schon wieder alles rum. Na gut, dann werde ich mal hier alles verkaufen. Sollen die halt machen? Ist mir doch egal. Und am Ende geht irgendwer drauf und ich denke mir. Ah, dieses Spiel. Die DS-Version war nie so nervig. Ein geiles Jumbo-Schlürfi. Da haben wir wieder Cash. Keine Arbeit für Sprinklerin. Wage ich zu bezweifeln. Guten Tag. Wo ist der Tag bloß geblieben?
Keine Ahnung, mein Garten wird gerade angegriffen. Darf ich mich bei dir ausheulen? Foxy, du hast ein paar Sachen verpasst. Boah, Foxy, hast du eigentlich damals nur Game No Life geschaut oder nicht? Ich meine, es klingt. Irgendwie hat die Musik ab angefangen. Ich meine, jeder hat den Anime angefangen. Er geht ja nicht weiter. Aber nein, was ich meine ist, du hast die 12 Folgen nie beendet. Hat sie nicht gefallen? Kann ja auch sein, Geschmäcker sind verschieden. Ich höre immer von vielen Leuten, dass denen der zu versext war. Ich meine, es ist nicht unwahr. So will ich das auch nicht abstreiten, aber halt, ja. Oh nee, wo kannst du bitte an der richtigen Stelle gießen? Ich krieg jedes Mal so eine Krise, weil sie einfach nicht die richtige Stelle wässert. Lego-Style animierte Kurzfilme. Pixar darf offizielle Lego. Hallo, bleib hier! Was ist denn ihr Problem? Scheint es gerade Feierabend. Nee, ist nicht. Jetzt kommen sie wieder zurück. Ich werde aus dieser Frau nicht schlau. Die Vorschau ist. War gut, aber die Folge 1 war nicht meins. Ah, okay, Folge 1. Na gut. Geschmäcker sind verschieden. Ich dachte, also ich mag halt dieses Universum. Deshalb. Ja, heute habe ich viel Feierabend. Besser, wenn du nicht in das Loch reinfällst, sonst hast du nur nachträglich Probleme. Vorgestern eben. Einmal Snack, bitte. Theoretisch gesehen können wir mit der Snack noch anderes Schindluder treiben, aber ich muss erstmal überprüfen. Wie man das nochmal genau macht. Ich glaube, in der DS-Version war es nämlich auch sehr viel einfacher. Unglaublich gibt es als Lego-Spiel, da kann man auch alle möglichen Pixar-Charaktere. Ist trotzdem weird. Ja, keine Ahnung, ich erwarte dann eher sowas Eigenes. Oh Gott, die sterben ja schon wieder. Und nein, sind jetzt alle überwässert? Nö, sollte passen. Morgen früh geiles Geld. So, wo ist dein Baumeister? Wo ist er hin? Wird hier schon gearbeitet? Und wie kriegen wir Obst? Wir können natürlich auch Obst kaufen für die Bienen. So ist nicht. Sashi warte hier. Foxy zertrampelt das ganze Gemüse. Wobei das nicht Absicht ist, das war einfach nur ein Zufall, dass es gerade, dass sie gerade geworfen haben, als er da durchgelaufen ist. Wo bin ich? Du bist eben durchs Bild gelaufen. Irgendwo hier bist du. Hallo. Bist aber auch ein Cutie, so blauer Fuchs? Doch. Fehlt nur noch eine gelbe Forelle. Mal schauen, wer die Referenz gettet. Ja, ich werde jetzt ein Stück Obst kaufen. Morgen früh werden die aufwachen. Wo ist der fucking... Alter, da ist Willy Bilder. Okay, er legt gleich los. Kaufen wir ein paar Äpfel. Kein Bock mehr zu warten. Schmelzen die Schokomünzen in der Tasche? Ich nehme sie. Das soll es also sein? Also theoretisch gesehen, alles was hier gezeigt wird, wird irgendwie als Obst klassifiziert. Deshalb 1, 2, 3, 4. Zack. Lass die Äpfel liegen. Die sind für die Bienchen. Und die Vögelchen. Bist du fertig oder soll ich das kaputt machen?
Aber ist er fertig, okay. Ja, dann kannst du nach Hause gehen. Wir machen einmal auf. Ich habe übrigens keine Ahnung, was mit den Ruffians ist, wo die hin sind, ob die vertrieben wurden, ob meine Mothdrops tot sind. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal, ob jemand drin ist. Niemand hier. Nach haben die sich geopfert. Jetzt haben wir ganz viel davon. Weg damit, weg damit, weg damit. Aber warte mal, bevor wir das machen, lass mal testen. Zählt das als Obst? Oder zählt es nicht? Das zählt nicht, okay. Dementsprechend dann lieber ein Apfel. Und ich glaube, unsere Mothdrops sind tot. Ne, warte, da ist einer. Und ich meine natürlich Red Hot. Aber dann wiederum, wir hatten von Mothdrop. Ich bin eine Biene. Lecker. So ist die andere hier drin. Ich bin eine Biene, ist da drin. Können wir dich rausholen? Können wir dich in Stimmung bekommen? Doc, Doc. Einmal raus, bitte. Ich bin eine Biene. Ich würde sie bitten, dieses Obststück zu essen. Was ist denn das? Komm ja raus! Aufstehen, aufstehen! Jetzt wird nicht geschlafen! Jetzt wird Sex gemacht! Außerdem, oh, warte, der ist nicht glücklich! Oh, jetzt verstehe ich. Wenn die nicht glücklich sind, dann haben die auch keine Herzen im Kopf. Die hat Sex gesagt. Say Gags. Eine Piñata läuft gefangen gegessen, wenn Zeit her. Absetzen, absetzen, absetzen. Welche Gefahr? Aber wo? Zeig doch! Warte. Oh. Ja, anscheinend hat sich das erledigt. Wer hat eigentlich hier so eine Halbinsel gegraben? Crawler ist auch noch hier. Biene! Ich bin eine Biene, komm her. Und iss diesen Apfel. Er ist gesund. Nein, 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 nein. Foxy geht's gut. Foxy schnüffelt hier den ganzen Tag umher. Wer ist ein feiner Foxy? Wer ist ein feiner Foxy? Boah, in der DS-Version kann man die streicheln. Okay, okay, es ist Snacktime. Warte, 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 warte. Baselgarm. Andere Baselgarm. Und wo ist unser zweites Snack? Wo ist Step on Me? Step on Me. Step on Me. Wobei, irgendwas sagt mir, wir haben eventuell schon... Wir haben eventuell schon... Ey, was soll die Scheiße? Würdest du jetzt bitte das scheiß Stück Obst essen? Wegen der Halbinsel. Ach, Foxy war das? Das habe ich nie mitbekommen. So, jetzt seid ihr ready. Aber irgendwie ist jetzt Regen und deshalb haben die alle schlechte Laune. Ich mach das Loch zu. Jo, da ist einfach noch ein Charmeleon. Oh, oder vielleicht wollte ich auch... Oh, es kann sein, dass man jetzt mal keine Zeit mehr hat und dass ich den Teich einfach vergrößern wollte. Genau, wo bin ich irgendwie unterbrochen? Durch irgendwelche Ruffians oder sowas? Ach, ich habe doch keine Ahnung mehr. Das ist halt echt lange her. Ich war zwischendurch im Urlaub. Gefühlt hatten wir eine Woche kein Viva Piñata. So, ich mag das Projekt, aber es kam ein bisschen was dazwischen.
Ich wäre ehrlich gesagt ganz froh, wenn Spiele wie Pokémon und Sword of Mana jetzt demnächst enden würden, damit ich wieder was Neues anfangen kann. Es regnet, die Erde wird nass. Sind auch so Lieder, die jeder kennt. Oh nein, es regnet, der Käse wird schlecht. Warte mal, wenn es regnet, dann heißt das doch, dass nicht gießen muss. Das heißt, wir können richtig fett einkaufen bei Costco Lots und richtig fett Asche machen. Hallo, komm Leute, der Chili-Expert, was haben wir hier eigentlich für neue Sachen? Neue Gartenobjekte. Wir haben ein Schwert. Mark 2, was mit Schwert Mark 1 passiert. Dann haben wir irgendwas, was aus ist. Profitamol-Block. Im Spiel Mark 1, im Spiel Mark 2. Warte mal, das erinnert mich an was. Ich meine, man kann Ruffians abhalten, indem man einen Piratensäbel oder sowas aufstellt. Eventuell ist damit dieses Schwert gemeint. Ich kaufe das jetzt einfach mal. Und ich meine, wer hat nicht gerne einen Excalibur-Verschnitt im Garten? Und ich schwöre, ich weiß nicht, was das für eine Pflanze ist, aber sie sieht aus, als wäre sie tot. Irgendwas hier stimmt überhaupt nicht überein. Stachelbeerstrauch. Sieht aus, als würden die jeden Moment sterben. Guten Tag, hereinspaziert. Wer Geld ausgeben will, ist willkommen. Wer nur schauen will, nicht ganz so sehr. Oh nein, Zweiklassengesellschaft. Ah, shit. Okay, heute hauen wir richtig auf die Kacke. Sie lässt mich nicht. Sie lässt mich nicht. Ah, doch, jetzt lässt sie mich. Sehr merkwürdig. Wie viel dürfen wir noch? Wisst doch, ich krieg den Hals nicht voll. Dürfen wir noch? Ah, natürlich hat es jetzt aufgehört zu regnen. So ein Scheiß. Immerhin gibt es immer was zu tun hier. Immer schön. Eins. Zwei. Drei. Da ist ja auch schon Nebel, um den Tag zu retten. Boah, jetzt rastet es aber komplett aus hier. Mit dir da unten. Ich glaube, die sind noch nicht genug gepuncht hier. Macht das gerade ein bisschen chaotisch? Hier, guck mal meine. Die Pflanzen sterben. Da kannst du doch nicht zuschauen. Okay, warte mal. Einmal schnell hier. Verhindern, dass Neko die Pflanzen sterben lässt. Weil was auch immer sie da macht, es ist nicht hilfreich. Ich glaube, ich darf den gar nicht einpflanzen. Doch, darf ich. Komisch. Irgendwie ist hier nicht genug Platz. Was ist eigentlich der Weltrekord für Viva Piñata auf der Xbox 360?
Also nicht 100%, sondern einfach halt so ein, keine Ahnung, Level 20 Run oder sowas. Das könnte sehr schnell lästig. Ich sollte mir mal einen Speedrun anschauen. Entweder macht mir das Spiel kaputt, oder das macht's besser, eins von beiden, so. Okay, hier geht nichts mehr. Nichts geht mehr. Und langsam aber sicher sterben die ganzen Pflanzen derzeit. Explodierender Chilis. Gibt es sonst noch bei Plants vs. Zombies? Stimmt es eigentlich, dass es eine Xbox 360 Version von Plants vs. Zombies gibt? Und wenn ja, gibt es die auch auf Disc in Europa? Weil eventuell würde es mehr Sinn machen, die Version zu spielen als die DS-Version. So nichts gegen die DS-Version, ich würde die trotzdem auf jeden Fall anschmeißen, aber halt, ich meine ja nur, ich habe mir halt immer vorgestellt, dass die 360-Version des Spiels immer so Live-Arcade-Download-Scheiße ist. So, ich würde heute gerne noch ein paar Bienchen- und Blümchen-Szenen sehen. Vor allem mit Bienchen, vielleicht auch mit Schlangen. Aber irgendwie macht sich das nachts schlecht. Es gibt in Europa, also pass auf, es gibt eine europaphysische, aber, wo ist der Haken? Es hat einen Catch, musst du installieren, wenn du über Disk installieren kannst, ist ja kein Problem. Und damals gab es Limited Run noch nicht. Es ist ein hässliches Cover und da sind drei weitere Spiele dabei. Ich meine, das ist okay. Damit könnte ich leben. Alter, wir haben noch einen Lickertoad. Wo kommst du denn her? Ich dachte, ich hatte euch alle dem großen Schlangengott geopfert. Die Single-Retail-Version ist US-only. Okay, aber immerhin, es gibt was. Das ist doch eine sehr erfreuliche Nachricht. Eines der Spiele Zuma. Oh mein Gott, das haben meine Eltern immer auf dem PC gespielt. Bist du eigentlich? Hat ein Nutgut gegessen. Und noch was. Was? Jemand fürs Blend. Was braucht denn der Batchsicke? Ich guck mal nach, was das andere ist. Weil. Es wäre schon ganz gut zu wissen. Batchsicke. So, Resident Requirements. Zwei Kürbisse. Sehr merkwürdig. Warum wird einem das nicht verraten, dass er zwei Kürbisse essen muss? Vielleicht findet man das heraus, wenn man die halt im Garten liegen hat. Guten Morgen. Wie geht's uns heute? Hellwach, putzmunter und in der richtigen Stimmung zum Geld. Ich würde sagen, ich kaufe einfach zwei Kürbisse und lasse den essen. So, eventuell. Ich wollte gerade sagen, das geht auch schnell. Für die Nutgut können wir eventuell sorgen, wenn wir... Wenn wir halt den Lickertoad abgeben. Das Ding ist, ich will Serafina jetzt nicht verkaufen oder so. Aber konnte man nicht irgendwie Pinatas lagern oder so? Brauchst du eigentlich? Hat ein Grünfeld das Gott gegessen. Wäre aber unvorteilhaft. Ah, das sieht aus wie Augen. Kann ich eigentlich mit dir reden? Nee, okay.
Also ich werde aus denen nicht schlau. Gibt's da Informationen zu? Information. Wächter. Wichtige Infos. Nee, das wollte ich nicht. Lass den Barmut Barmut sein. Enzyklopädie. So, was könnt ihr? Jetzt bin ich neugierig. Du hast hart gearbeitet und deinen Garten geschaffen, auf den du stolz sein kannst. Das Dumme ist allerdings... Kannst du mal die Fresse halten? Ich versuche es vorzulesen. Dass es viele Wesen gibt, die herkommen und alles durcheinander bringen wollen. Jeder Wächter, der etwas auf sich hält, wird alle unwillkommenen Gäste aus deinem Garten fernhalten, damit du dich um die Bewohner kümmern kannst, die du bereits hergelockt hast. Vielleicht halten die Piñata-Fressfeinde davon ab, reinzukommen. Die Expansion zahlt sich ziemlich gut, sofern du damit arrangieren kannst zwischen Second und Deep Pad. Ja, wahrscheinlich kann ich so oben, Steuerkreuz wähle ich so aus, was ich für eine Pflanze setzen will. Mit dem Stick wähle ich das Feld und dann klack, klack, klack. Also Minecraft, das Ding ist, Minecraft funktioniert auch. Warte mal kurz, ich habe Shortcuts auf dem Steuerkreuz. Ich hatte die ganze Zeit Shortcuts auf dem Steuerkreuz. Ich meine, das ist cool. Das hätte ich nur mal früher wissen müssen. Nee, eine Pflanze wählen ist R und L. Okay. Ja, werde ich dann rausfinden, wie es geht. Aber gut zu wissen, ich dachte halt lange Zeit, ich glaube, sie sind in Flammen. Sir, sie brennen. Alter, was ist mit diesem komischen Pflanzen los? Mir reicht es jetzt, ich verkaufe die. Irgendwas stört mich an denen. Weg damit. Stattdessen kaufen wir uns jetzt einen richtig geilen Apfelbaum. Oh, warte, der ist auch ein bisschen am Arsch, kann das sein? Die sind ein bisschen tot. Erdnussstrauch. Nee. Was ist eigentlich mit dir los? Hast du noch... Du hast Lickertaut gegessen. Wie kann ich dich glücklich machen, mein Freund? Wie kann ich dich glücklich machen? Ich könnte Glücksbonbons kaufen. Warte mal. Alter, die Macht des Kapitalismus. Wir bringen es heute noch über die Bühne. Guten Morgen. Wie geht's uns heute? Hellwach, putzmunter und in der richtigen Stimmung. Liebesbonbon, Glücksbonbon. Let's go. Let's go. Pop, 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 pop. Pom, pom, pom. Rein da. So, jetzt wird hier geschlabbert. Yay! Happiness! Alter, wie sie alle ankommen, diese gierigen Bastarde. Seid ihr denn jetzt wenigstens in Laune? Die werden einfach komplett high. Ich habe mich noch nicht dazu entschieden, ob ich das Ei der Zolopens quasi, ob ich das in Ruhe lassen soll oder ob ich lieber ein bisschen rum. Wie ging denn das? Wie schreibt man denn das? TV. Ach so, ich hab nur das, okay. Ah, okay, ich sehe. Ich habe mich informiert, wie Snack Manipulation funktioniert. Aber mich wundert, wir haben die Romance-Sachen, aber irgendwie sind die nicht in Laune. Na, schönes Ding. Jetzt müssen wir auch noch den Fruchtbarkeitszyklus abwarten. Was ist das denn? Und du hast 2 Jelly Beans gegessen. Haben wir denn schon Jelly Beans gezüchtet oder nicht?
Außerdem Sidus, was geht ab? Ich habe heute noch, ich habe dich bisher ignoriert. Sammle ich jede Menge verschiedener Samen, aber die schädlichen kommen in meinen roten Beutel. Bitte nicht in den roten Beutel greifen. Oh nein, er hat in den roten Beutel gegriffen. Was ist das? Ich habe Angst, dass das ist, was ich denke. Könnte das Nightshade sein? Wenn ja, brauchen wir das. Und dann werden wir Serapina damit töten. Was ist das? Eine Tollkirsche! Das geht nicht gut aus. Wir brauchen... Jamelion kriege ich nicht hin, sorry. Warte. Ist das hier richtig? Oh, ja, Tatsache. Das ist genau das, was wir suchen. Der Samen stimmt zumindest überein. Dann würde ich sagen, ziehen wir das Ding groß, löschen es aus und geben die einzelne Tollkirsche dann unserem Freund Serafina. Serafina, wo bist du? Ich habe ein Attentat auf dich vor. Oh nein, ich habe den Fokus verloren. Oder? Nee, warte, da kommt die. Boing, 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 boing. Sie ahnt nicht, was auf sie zukommt. Miu, 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 miu. Und für gutes Measurement bringen wir die andere auch gleich hier rüber. Ah, shit, ich hab's überwässert. Oh, so ein Käse. Ist hier noch, wo wir letzte Folge, wo wir versucht haben, Serafina mit dem Giftpilz zu füttern. Ah, das waren Zeiten. Ich will jetzt mal was Verrücktes versuchen. Und zwar werde ich... Ich werde das Ding jetzt düngern. Das kann überhaupt nicht in die Hose gehen. Überhaupt nicht. Hallo, ich meine... Was kann denn schon passieren, wenn man Unkraut düngt? Das war nicht die richtige Farbe. Eventuell schwarz, weil böse. Ah, falsche Farbe. Es geht doch nicht. Grün und giftig? Ja, okay, dann weiß ich auch nicht weiter. Weil die anderen Farben machen keinen Sinn. Nichts davon ist vertreten. Ich darf das Ding hier aus den Augen lassen. Sobald das Tiere treibt, Bären, muss ich da sein, um zu intervenieren. Aber schon interessant, dass Nightshade und Tollkirsche das gleiche sind. Irgendwie läuft gerade gar nichts. Nightshade ist Nachtschattengewächs, aber so wie ich es gerade nachgeschaut habe im Wiki... Wiederum, was ist denn dann Tollkirsche? Nee, das sieht schon so aus. Der Samen stimmt überein.
Tollkirsche ist eins. Ach, die Tollkirsche ist ein Nachtschattengewächs. Das Ding soll wachsen. Das ist jetzt irgendwie festgefahren wegen dem komischen. Ja. Weil es zu überdingst ist. Ah, okay, jetzt geht's weiter. Tollkirschen sind nicht mal so toll. Klingt cooler als das. Könnten sie jetzt bitte wachsen, Baum? Wir schauen dem Gras beim Wachsen zu. Sonst wächst doch auch alles immer so schnell. Hä, wieso nimmt der überhaupt kein Wasser? Das ist langweilig. Bist du fertig oder so? Nö. Was hast du eigentlich schon wieder für neue geile Emotes? Zeugs! Trägt dicke Brillengläser. Okay. Dann nichts wie zu sie verkauft das Zeug, Papiertiere. Du kannst jetzt ein Pinja. Augen? Dicke Brillengläser. Ja, das sieht toll aus. Willst du dafür bezahlen? Ich zahle gerne. Bis bald. Wachse doch endlich, du schreckliches Gewächs! Du Unkraut, du Abschaum der Gesellschaft! Bitte! Ich bitte dich, wachse! Es wächst! Es wächst! Wir sollten das Spiel auch mal spielen. Oh, ich vergaß. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Pflanze ist kaputt. Okay, da hinten ist Silos. Silos, was hast du mir für eine beknackte Pflanze angedreht? Nein, nicht weglaufen! Kriegst ein paar auf die Fresse? Nein, natürlich nicht. Wir klären das friedlich. Die schädlichen Samen vermehren sich ganz von alleine. Die haben es in sich. Riech mich schon wieder scheiße an, wobei das ist Mais, oder? Nee, eine Sonnenblume. Keine Ahnung, lass sie da liegen. Ich brauche die jetzt nicht unbedingt. Alter, schaut ihn euch an, den Zeugs. Das ist nicht mehr Zeugs, das ist Nick. Nicky aus den Sonic Comics. Oder dem Sonic Manga? Irgendwo gab es einen Sonic Comic, wo
wo Sonic Nick heißt und ein alter Ego hat und so eine Scheiße. Ich glaube, das war irgendein Manga. Sie brennt schon wieder. Ah, never mind. Ein Stück Obst geht zum Battlegum Hause. Echt Drehamra? Wieso wollen die einfach nicht sich paaren? Das ist doch zum Kotzen. Es vergehen 24 Stunden und sie machen es nicht. So, kriegst du das hin, dass die Pflanze gewässert wird? Ah ja. Ich würde ja das Ding einzäunen, aber dann spawnt Leafos wieder da drin und zerstört meinen Zaun. Beziehungsweise den fliegenden Pinatas ist das auch immer herzlich, egal ob da ein Zaun steht oder nicht. Hier ist das. Halt! Hier geblieben. Hä? Hier, bedien dich. Es hat alles keinen Zweck. Ja, ich glaube, wir müssen bis nächste Woche warten. Warte! Aktive Fruchtproduktion! Aktive Fruchtproduktion! Leute, 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 bald ist es soweit. Bald werden die ersten Früchte fallen. Serafina ist depressiv. Was ist gerade passiert? Ich habe mich 1 Millimeter wegbewegt. Da war so ein Dödel. Ich hab's genau gehört. Hier geblieben. Hä, wieso hat er keine Fruchtproduktion mehr? Eben stand da 4. Ich werde aus diesem Spiel nicht schlau. Ein Pinata ist krank? Wo? Wie ist das denn passiert? Ja? Einmal heilen, bitte. Und der war nicht mal in der Nähe von dem giftigen Zeug. Hey, wenn ich jetzt die Kamera so einstelle, können wir im Hintergrund sehen, wie der Doktor kommt. Wenn ich mich hier im Gras verstecke, dann müssen wir die Rechnung nicht bezahlen. Das ist ein Regenbogen. Yay! Ruhig, ein Buch. Jo, es gibt ja ganz viele davon. Ich sag so, wie es ist, wir sehen heute keinen Sex mehr. Und es macht mich sehr wütend. Und außerdem scheint der Baum auch noch nicht fertig zu sein. Weil lasst mich euch ein Geheimnis verraten. Wenn die Bäume fertig sind, dann haben die keine Leiste mehr für Gießen. Dann sind die fertig. Also irgendwas stimmt hier nicht.
kannst hier einfach dem Gras beim Wachsen zusehen. Okay, ich sag's mal so, wie dieses Desaster endet, das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Bis dann und tschüssi.